Martin, wie geht's dir? Wir haben uns ja Jahre nicht gesehen. Ganz gut. Ja. Dir? Stress, 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 würde ich sagen. Man hat ja nur Probleme. Fängt ja schon mit den ganzen Einkaufstüten an. Ich hätte gerne Espresso. Mhm. Sabine? Ach, ich war beim Winterschlussverkauf. Ich habe mir so eine Strickjacke geholt mit so einem tollen Muster. Guck mal hier. Ah, Muster. Ist jetzt in, oder? Ja, total. Ich habe gerade noch die letzte in meiner Größe gekriegt. Sag mal, wie läuft's denn mit deinen Kunstkursen? Naja, es klappt ja nicht immer so wie geplant, ne? Das verstehe ich. Sabine, ich habe auch gehört, dass es vielen von uns aus dem Jahrgang so geht. Die haben nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollten. Ich bin echt froh, dass mein Laden so gut läuft. Du musst mal vorbeikommen. Willst du mal ein Foto sehen? Wie geht's eigentlich deinem kleinen Sohn? Max? Mhm. Ich habe ein Foto. Zeig mal. Ist er nicht eigentlich schon viel älter jetzt? Er wird bald 6. Beim nächsten Jahr wollen wir ein ganz großes Zuckertütenfest feiern. Er hat genau die Augen wie du. So, und ein Espresso. Kann ich vielleicht ein Glas Wasser dazu bekommen? Gehört sich eigentlich so, oder? Ja. Du setzt deinen Kampf für die Erhaltung eines original italienischen Espresso also immer noch fort, ja? Ja, ist doch so. Ich trinke jetzt schon seit Jahren Espresso und habe immer noch nicht den richtigen gefunden. Ist wie mit deinen Männern, ne? Ey, was denn? Spinnst du? Was trinkst du denn? Immer noch Kakao mit Zimt? Nee, Tee. Siehst du doch. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Die bringen mir einen Keks zum Kaffee, der nicht in die Tasse passt. Guck mal. Was ist denn los mit dir? So, und das Wasser. Wir sehen uns, Sabine. Thank you.